Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge der BDFA-Couch. Man hat mich darauf hingewiesen, Sie wiederum darauf hinzuweisen, dass, wenn Ihnen diese Serie gefällt, lassen Sie bitte unten einen Daumen hoch nach oben und abonnieren Sie uns, damit Sie keine Folgen verpassen. In der heutigen Folge haben wir Hans Bärenberg zu Gast. Hallo Hans, herzlich willkommen. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Gerne doch. Hans, magst du dich eben vorstellen? Ja, mein Name ist Hans Bärenberg. Ich wohne in Dortmund und bin seit circa 40 Jahren Mitglied im BDFA und im Filmclub Dortmund. Wunderbar. Hans, das muss ich jetzt ablesen. Du bist ja so ein Allrounder. Du bist im Filmclub Dortmund nicht nur Mitglied, sondern auch als Schatzmeister tätig. Du bist im Landesverband Nordrhein-Westfalen, der Regionsleiter für die Region Westfalen und Schatzmeister für die Region Westfalen. Du bist zweiter Vorsitzender für den Landesverband NRW und in deinem Kleingartenverein auch noch Kassenprüfer. Wann kommst du überhaupt noch zum Film? Wann hast du die Zeit dafür? Meistens in den großen Lücken, die zwischen diesen Tätigkeiten liegen. Und da gibt es erstaunlich viele. Es sei denn, im Januar, da drubbelt sich immer alles mit den Kassenabschlüssen, dann komme ich nicht zum Film, aber davor und im Rest des Jahres ist genug Zeit. Das heißt mit anderen Worten, wenn man will und das richtig plant, ist immer eine Möglichkeit, die Kamera mal anzuschmeißen. Richtig, Organisation ist alles. Du bist Eisenbahn- und Modellbau-Fan und machst auch Filme in deinen Modellen. Richtig. Wie gehst du davor? Das ist relativ leicht zu beschreiben. Ich baue ein Diorama, relativ klein. Und in diesem Diorama findet dann der Film statt. Und das letzte Objekt, was ich damit gemacht habe, war ein Objekt nach dem Namen Es brennt in Sudervik. Es brennt in Sudervik ist zum großen Teil aber gar kein Film, auch wenn es so aussieht, sondern eine Fotokollage. Denn ich habe die Sachen fotografiert und anschließend animiert. Das heißt, die dort stehenden Fahrzeuge haben Blaulichter bekommen, die blinken und machen und tun. Es sind entsprechende Geräusche dahinter, die man hört. Und so hat man wirklich das Gefühl, dass man einen Film sieht. Die einzige Szene, die tatsächlich per Stopptrick animiert wurde, ist, wie die Feuerwehr kommt, die Leiter aufstellt und dass der Feuerwehrmann die Leiter hochklettert. Gut. Alles andere ist nachträglich in die Aufnahmen eingeblendet. Auch der Hintergrund ist gekiet. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Es brennt in Sudervik. So, das zum Thema Modellbau. Du filmst ja auch auf deinen Reisen. Wie gehst du da vor? Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf den Reisen, wo man möglichst weg kann, also etwas weiter, wo es etwas exotischer ist. Aber in letzter Zeit bin ich da etwas ruhiger geworden und mache meine Urlaubsreisen mehr in Deutschland, vorzugsweise in den Osten Deutschlands an die Ostseeküste. Was besonders dankbar ist, weil es da sehr viel zu sehen gibt, auch an schönen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Tonnenabschlagen in Prerow oder ähnlichen Sachen, wenn zum Beispiel in der Stadt Greifswald, die einen Vorort hat, der sehr holländisch anmutet, mit einer Klappbrücke, Wiek heißt der Ort, dann da eine Segelregatta oder so etwas abgehalten wird. Oder man könnte auch, das habe ich allerdings noch nicht gemacht,
in Warnemünde mal ein Kreuzfahrtschiff besuchen. Gut, jetzt hast du uns viel erzählt und hast uns neugierig gemacht. Tonnen abschlagen. Da möchten wir gerne mal reinschauen. Den haben wir ja. Geben Sie also Obacht, wenn er runterfällt, dass es nicht dazu kommt, dass Sie sich verletzen. Auch wenn der Boden rausfällt, das kann mitunter ganz schön weit in die Zuschauermengen gehen. Also ein bisschen Obacht jetzt. Es geht schon um. Es geht schon auf die erste Hürde und ich denke mal, Sie sollten jetzt ein bisschen mehr Applaus geben, ein bisschen mehr Ansporn, weil dann fällt der Boden richtig raus und das kann nicht mehr lange dauern. Heiko! Oh! Jetzt wird es interessant. Wie viele Stöcke sind es noch? Zwei Stöcke noch, Peter. Schaffst du das? Ich brauch sie! Ein Stück noch, ein Stück haben wir noch. Oh, 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 oh. Max, da hängt er! Nur treffen! Ja! Ja! Wir haben einen neuen Bodenkönig im Jahre 2019 und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Max Bergmann! Also Vorsicht, damit man keinen auf den Deckel kriegt. Mhm. Was war in der letzten Zeit denn so dein liebster Reisefilm? Mein liebster Reisefilm ist schon etwas älter. Da bin ich ganz weit in die Ferne auf die andere Seite der Erde gefahren, nach Hawaii. Und dort auf Maui. Mhm. In Maui gibt es so einige Besonderheiten zu sehen. Es gibt einen riesig großen Berg, an dem ich meine Lieblingsszene gedreht habe, das ist der Sonnenaufgang morgens um 5 auf dem Berg, wo der Gott Maui seiner Mutter die Sonne mit dem Lasso eingefangen hat. Morgens um 5. Kann doch gar nicht sein, das ist noch dunkel und da schlafen alle. Ja, das ist auch richtig so. In der Dunkelheit geht man hoch und anschließend wird es ganz, ganz langsam hell und dann kommt die Sonne hoch, genau über dem Vulkankrater. Das ist sehr eindrucksvoll. Auch aus diesem Film hast du uns einen Ausschnitt mitgebracht. Den schauen wir uns jetzt mal an. Hier wird Maui, der Gott, immer noch verehrt. Maui ging dann nieder. Die Sonne aber stand zu dieser Zeit immer nur kurz am Himmel. Der Mutter blieb kaum Zeit für ihre Hausarbeit. »Geh auf den Berg und halte die Sonne an«, sagte sie zu ihrem Sohn. Maui stieg auf den Vulkan und fing die aufgehende Sonne mit Seilen ein. »Ich lasse dich erst wieder frei, wenn du langsamer über die Insel ziehst«, sagte Maui zu der Gefangenen. Die Sonne versprach es und hat sich bis heute daran gehalten. Darum nennen die Eingeborenen den Krater das Haus der Sonne. So schön das mit dem Sonnenaufgang auch war, ich bin eine Nachtratte, ich würde eher den Sonnenuntergang filmen. Ja, der ist aber dann auf der falschen Seite und deswegen nicht so spektakulär. Planst du deinen Urlaub nach dem, was du drehen möchtest, oder drehst du das im Urlaub, was sich dir bietet? Also einmal so, einmal so. In Kanada und Hawaii habe ich in Individualreisen gemacht. Und da konnte ich das sehr gut vorher planen. In anderen Reisen, wie in Indien oder wie hier, wenn ich nach Deutschland reise, dann lasse ich erstmal auf mich zukommen, sehe, was ich zu sehen bekomme. Habe dann allenfalls mal geplant, ach, an diesem Ort gibt es was Besonderes, da möchte ich mal hin. Von all deinen Filmen, die du in all den Jahren gemacht hast, was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben? Da sind mehrere Sachen zu nennen. Das erste wäre vielleicht, als ich meinen ersten Weihnachtsfilm mit meiner Frau gedreht habe, haben wir tatsächlich eine Spielszene eingebaut, wo sie den Weihnachtsbaum abholt und auch nach Hause trägt. Das mache sonst immer ich. Dann ansonsten bin ich unterwegs in Kanada Leuten begegnet, die sehr offen waren, die einfach spontan auf einen zugekommen sind und an einer bestimmten Stelle haben wir uns zum Kaffeetrinken hingesetzt und wurden dann von einem Mann angesprochen im reinsten Schwäbisch,
der sich zu uns setzte und dann erzählte, dass er als kanadischer Soldat in Deutschland stationiert gewesen ist, hat dort seine Frau, eine Schwarzwälderin, kennenlernt. Und jetzt streiten sie sich immer, in welchem Land sie ihre Zeit verbringen sollen, sind dann übereingekommen, dass sie im Winter im Schwarzwald sind und im Sommer in Kanada. Ja, auch eine schöne Sache. Wenn ich es könnte, würde ich auch im Sommer in Kanada bleiben. Was ist dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt ist im Augenblick noch in Arbeit. Das ist das Projekt mit dem Nahverkehrsmuseum im Mooskamp in Dortmund. Dort hat jemand, der vor langer Zeit auch Filmclub-Mitglied gewesen ist, der Herr Walter Knupe, angefangen, Dortmunder Straßenbahnen zu sammeln. Diese Straßenbahnen sind nachher als Erbe in den Besitz der Dortmunder Stadtwerke übergegangen. Und die haben dann mit vielen Leuten zusammen den Verein Dortmunder Nahverkehr gegründet. Und jeden ersten Monat im Monat kann man dort dann die Straßenbahn besuchen. Und zu besonderen Tagen wie Tag der offenen Tür gibt es auch ein richtiges Fest mit Straßenbahnfahrten. Gut, wann können wir dieses Projekt sehen? Das wird sich noch ein bisschen hinziehen, bis wir mit den Dreharbeiten fertig sind. Na, dann sind wir ja mal gespannt, was dabei rumkommt. Werden wir ja wahrscheinlich auf einem Landesfilmfestival sehen. Das wollen wir doch hoffen. Ja, wir auch. Hans, inwieweit hilft es dir bei deiner Filmerei, Mitglied im BDFA zu sein? Das hilft sehr viel, weil dadurch, dass man Mitglied in einem BDFA-Club ist, hat man die Gelegenheit, mit vielen Clubmitgliedern über die Filmprojekte zu sprechen. Und dadurch, dass man im BDFA ist, guckt man auch über die Clubgrenzen hinweg und sieht Leute, die in anderen Clubs sind, und kriegt dadurch auch andere Sichtweisen, wenn man mit diesen Leuten spricht. Und das ist das Schöne am BDFA, dass er ja eben Filmfestivals veranstaltet, die man besuchen kann und auch besuchen sollte, denn es ist immer wieder ein Erlebnis, dorthin zu gehen. Und man kann dort mit sehr vielen Leuten aus ganz Deutschland sich unterhalten, das, was besonders fruchtbar ist für zukünftige Filme. Du bist, hast du ja schon gesagt, über 40 Jahre Mitglied im BDFA. Die berühmte Frage, die ich jedem stelle: Wenn du den BDFA mit einem Satz weiterempfehlen würdest, wie würde dieser Satz lauten? Der Satz würde lauten: Komm in den BDFA, damit deine Filme besser werden und deine Filme ein etwas größeres Publikum bekommen. Super, schönes Schlusswort. Hans, du hast ja für deine Filme auch schon diverse Urkunden und Medaillen bekommen. Was du noch nicht hast, ist die BDFA-Tasse, die nur jemand bekommt, der hier live vor Ort auf der Couch sitzt. Diese Tasse, freundlicherweise gespendet von mir, darf ich dir zu deiner Sammlung geben. Dankeschön. Ich freue mich, diese Tasse erhalten zu haben. Und ich würde mich auch weiterhin freuen, schöne Filme im BDFA zu machen. Freuen wir uns wieder drauf. So, Hans, ich danke dir für deinen Besuch, dass du hier warst, liebes Publikum. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Fragen haben oder Infos zu dieser Sendung, schreiben Sie uns an film@bdfa-couch.de. Und sollten Sie noch kein BDFA-Mitglied sein, Anträge finden Sie auf jeder Internetseite von BDFA-Clubs oder vom BDFA selbst. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen. Ihr Andreas Klüpfel.